Jo Leute, ahoi und willkommen zurück zur dritten Episode des ersten Streams, des ersten Zusammenschnitts des Streams. Und ja Leute, ich kann euch versprechen, es wird brandbrand heiß. Noch viel, viel heißer als in den letzten zwei Folgen. Und in diesem Sinne, ohne dann jetzt hier drum rumzuschnacken, viel Spaß mit dieser Folge hier. Okay Leute, ich würde sagen, wir... Oh, sehr schön, wir kriegen Unterstützung. Dann, ja, mal gucken, ob wir jetzt hier mehr Erfolg haben. Also wir sind halt auch in alle Winde verstreut, das ist das Problem. Hätten wir da jetzt irgendwie so eine klare Linie oder so, wäre das vielleicht ein bisschen einfacher. Oh, da hinten hat es rot geleuchtet schon. Okay, alle werden sie hier von Hydra Level 3000, von Leatherwings 72, Tiger 72 gekillt und dann die eine Biene Level 1. Die hat's gerissen. Highlight Kill. Ja. Warte mal, nee, das ist nicht die Leiche, die ich eben... Hä? Ist es die da oben? Oder bin ich jetzt an der Leiche mit der Knarre vorbei? Ne, das ist sie. Ja, ich muss sagen, wirklich, die Biene Level 1 war jetzt auch mein persönliches Stream-Highlight für heute. Das werde ich mir als Screenshot ausdrucken und irgendwo einrahmen. So, von wo kam der Schuss jetzt? So, meine Knarre ist soweit fertig. Dann los geht's. Soll ich hier bloß richtig klicken? Ich will hier nichts abbekommen. So, sehr gut. Jawohl. Okay, das sieht schon mal besser aus. So, jetzt aber hier einen Schritt schneller. Verdammt! Das wollte ich eigentlich vermeiden. So, aber ich lebe noch. So, wenn ich jetzt hier ein bisschen Abstand gewonnen habe, Lucky Loader. Okay, okay, okay. Das sieht noch gut aus. Sehr gut. Ist nur richtig treffen. Ja! Und nicht getroffen werden. Was war denn das jetzt? Ich kann noch nicht nachladen, warum auch immer. Jetzt. Jetzt könnte es aber zu spät sein. Oh, shit. Shit. Mm-mm. Nee, verdammt. So, jetzt haben wir den so weit gekriegt. Ich bezweifle halt, dass jetzt gerade noch jemand da ist, der den irgendwie noch weiterziehen kann. Oder? Ja, bis hierhin hatten wir ihn einfach. Und jetzt ist er wieder weg. Das kann doch echt nicht euer Ernst sein. Ah, oh, nee. Flügel-Harry ist wieder am Start. Ey, dieser Cooldown, der dauert immer ewig. So, komm schon. Das sieht doch auch gut aus. Hä? Jetzt komm, lade, lade, lade. Mist! Verdammtes Mistvieh. Oh, sie kommt. Sehr gut. Okay, ich bin bereit hier für Lucky Loader. Ich glaube, das war jetzt... Ich glaube, ich bin nicht weit genug weggekommen. Wo ist er? Da. Okay, ich muss näher dran. Ich muss sehen, wo der Kopf ist. Ja!
Mist, das war jetzt beschissen. So, wo, warum kommt er nicht? Ich habe noch getroffen, warum ist er jetzt weg? Ey, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ach Mist, jetzt gucke ich auf den Chat und da rennt mir das Vieh direkt vor die Flinte. So, wäre jetzt cool, wenn jetzt hier irgendjemand kommt zur Unterstützung, der weiterziehen könnte. Atlas halt, ja. Einfach Atlas. So. Hier, dann futtern wir wenigstens mal irgendwas. Zumindest ein bisschen. Wird zwar jetzt nicht hier irgendwas groß ändern, aber... Ach verdammt, ich habe schon wieder vergessen, dass es ja ein und dasselbe war. Ja, dafür haben wir jetzt die eine Leiste zumindest fast oben. Oh, das ist ein gutes Zeichen, wenn es hier schon leuchtet. Okay, es gab Schaden. Oha. Ich sehe es gerade nicht, wer abonniert hat, also gefollowt hat, aber Dankeschön. Vielen, vielen Dank, wer auch immer du bist. So, hier, hallo, 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 hier bin ich. Hallo, Meister. Meister. Hier, ja, 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 guckst du. Hier, ich bin hier. Sehr, sehr gut. Das ging schnell. Oder oben leuchtet es schon wieder, oder ist das, nee, das ist meine Leiche, oder? Ein Stegarion, okay. Ich wusste gar nicht, dass die aggressiv werden. Was ist hier los? AFK oder wie? Okay, von der Ameise getötet. So, jetzt muss ich erstmal selbst schauen. Das war es, glaube ich, nicht. Das da hinten vielleicht. Das sieht doch gut aus. So, ich warte jetzt nur ganz kurz hier. Ich will den Leatherwing hier vorne wegmachen. Dass der uns nicht weiter auf den Nerv geht. Das Problem ist, es spawnt halt trotzdem andauernd irgendwas Neues. Wenn der es nicht ist, ist es vielleicht wieder eine Gorgone wie vorhin. So, nice. Der hat gesessen. Okay, da kommt die Kavallerie. Wo ist er hin? Da. Wo ist denn hier der andere? Ich hab die Waffe von dem. Der ist, glaube ich, schon reingerannt zur Hydra. So, also irgendjemand ist hier gerade vorbeigerannt. Was ist das für ein Geschoss? Warte, ich drop's dir. Was ist da gerade eben geflogen? Achso, Feuerpfeile hatten wir vorhin doch schon mal. Mehr habe ich nicht, das war alles. So. Ey, machen wir das auch jetzt taktisch. Ich bleib hier vorne, ich mache die ersten Schüsse. Du wartest weiter hinten und ziehst ihn dann weiter. Geh du am besten weiter hinten zum Schiff. Ich springe dann zu dir. So, dann machen wir das mal hier mit Sinn und Verstand. Oh.
Ja, dich will ich jetzt ehrlich gesagt nicht hier an meiner Seite haben. So, da kommt er. So, komm, lad einfach schneller. So, das war's. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Shit, ich hänge halt schon. Das war jetzt wieder. Ach, Mist, okay. So viel Mist in einem Satz zu verpacken, das muss man erstmal hinkriegen. Ah, jetzt habe ich 44 Sekunden. Ah. Und somit geht der Plan wieder nicht auf. Mist. Aber es sind alle versammelt. Mit ein bisschen Glück spawn ich. Und das war Olli, okay. Oh, alle versammelt, sehr schön. Ja. Okay, was haben wir da? Ah, cool. Danke. So, super. Bitte. Lieferando in Atlas. Jetzt kriege ich sogar Essen schon hier in den Kampf mitgebracht. So, okay. Dann hauen wir jetzt mal voll rein, Leute. Oh, shit. Ich bin ja schon satt. Naja, gut. Egal. Das Zeug geht hoch. Ich mache gleich hier den Selbstmordadler. Dann werde ich auch nicht ohnmächtig. Dann haben wir aber zumindest hier die... Oder? Überleben wir es vielleicht? Okay, habe ich überlebt? Sehr schön. Was? Ich warte. Lass dich zuerst. Ja, gleich, gleich, gleich. So, ich pack Essen hier rein. Für den Fall der Fälle. Dürfte jetzt eigentlich reichen, soweit. Ich hoffe, ich komme jetzt relativ einfach an meine Knarre dran. Aber da vorne ist wieder so ein Flugdrache. Die spawnen hier echt wie die Scheißhausmücken. Habe ich so das Gefühl. Kann ich mal was Nettes irgendwie spawnen? So ein kleines Häschen oder irgendwas, was einen nicht angreift? Eine Robbe. Die ist nervig, aber sie greift einen nicht an. Okay, ich höre schon die ersten Schüsse wieder. Frage ist halt, ob sie vor mir waren oder hinter mir waren. So, der hier hat nix. Es wird halt auch langsam echt... schwierig, hier von den ganzen Leichen zu unterscheiden, welche jetzt die ist mit der Knarre oder so. Nee, da war ich ja eben. So. Leichen pflasterten seinen Weg. Ey, das ist ja echt unnormal. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, ich sehe die Hydra nicht mehr. Bleib jetzt hier bloß vom Leib, du Skorpion. Na, shit, ich kann nicht rechtzeitig nachladen. So, doch jetzt. Ah, die war schon nachgeladen, verdammt. Habe ich nicht gesehen, Mist, okay. Oh, mein Wortschatz wird aber auch gerade sehr, sehr viel weniger. Er reduziert sich auf gefühlt zwei Wörter. Kampfmusik? Wo? Wo, wo, wo? Hier ist doch nichts. Okay, Endgegner, die Biene. Ich kriege aber halt auch jedes Mal diesen scheiß Blitz in den Arsch. Oh. Nese dreht um. Okay. Wieder ein. Mist, warum? Warum kriegt die am Hinterkopf die Kugel nicht? Verpiss dich bloß, du. So, sie kommt, sie kommt, sie kommt.
Okay, sie hat, glaube ich, nicht mehr Aggro auf mich. Ja, Trigger-Disziplin, genau. So, bevor du jetzt hier wieder umkehrst. Okay, der Versuch läuft auch halbwegs gut. Jetzt nur nichts abbekommen. Sehr gut. Okay, das Nachladen sparen wir uns lieber mal. Kurz. Ja, 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 lauf weiter, lauf weiter. Oh, sie kommt. Shit! Sorry, wenn ich jetzt geschrien habe wieder. Oh, was war das denn? Mist, okay, ich war halt komplett gestunt gerade. Und nur 10 Sekunden. Wenn mir jetzt nicht jemand zuvorkommt. Das lief eben ziemlich gut. Jetzt müssen wir halt nur irgendwie versuchen, die Kette aufrecht zu halten. Oh, davon ist sie. Na, jetzt dreht sie um. Oder? Nee, nee, sie ist noch da. Jetzt dreht sie um. Okay, dich kriege ich, Bro. Hier, hallo, komm. Dass der Rest dann gleich nachspawnen kann. Hier, hallo. Oh. Okay, die hat mich. Ich hoffe, jetzt kommt noch jemand. Gleich demnächst. Ey, verdammt. Ich habe nichts zum Schießen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Kannst du mir folgen? Oh, das war eine klasse Idee. Irgendjemand ist an den Ballisten. Oh, nice. Jawohl, sie ist in Ballista-Reichweite. Sehr schön. Okay, let's go. Okay, die Ballistas schießen noch. Sehr schön. Okay, perfekt, Leute. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Genau da, wo sie sein sollte. Übernimmst du bitte? Lex, übernimmst du? Ja, bin da. Okay, sehr schön. Oh, schönes Bild, Leute. So, ab jetzt ist es einfach. Boah, ich bedanke mich schon jetzt bei jedem für die Hilfe. Vielen, vielen Dank. Ey, das war eine wilde Nummer. So, immer mal schön drauf schießen. Ne, braucht eigentlich keiner seine Munition verschwenden. Oha, das war eine rote Kugel, krass. Wir machen es auf die klassische, Leute. Wir ziehen die jetzt einfach hier schön gemütlich. Kommst du? Ja. Müssen halt noch ein Stück. Oder reicht's schon? Wir haben Distanz 100, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Oh, einfach mal den Kopf hier weggedümpelt. Oh, was sind das für Knarren? Die sind ja richtig cool. Ja, wenn das so weitergeht, können wir den auch komplett besiegen. Aber habe ich nicht getroffen? Ich glaube, das reicht schon, oder? So, das dürfte eigentlich reichen. Komm, weg. Oh, Mist. Sorry. Wenn man nicht hinguckt beim Fahren, Leute. Immer beim Autofahren geradeaus gucken.
Oh shit, der hat das falsche Aggro. Na gut, ich glaube, der will die komplett machen. Oder? Ich hätte jetzt den Weg gewählt, ohne viel Munition zu verschießen. Aber okay. Wow, der fett gesessen. So, okay, diesmal aufpassen. Oh, da hinten kommt noch mehr Unterstützung oder was? So, hier, komm. Warum kann ich die nicht anpeilen? Okay, Leute, dass das so groß wird, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. So, ihr seht, wie viele hier gerade mitfahren. Und ja, wer gerade in der Nähe ist, kommt gerne vorbei, wenn ihr einen Key abstauben wollt. Jetzt ist noch die Möglichkeit, nicht mehr lange. Ey, wir machen halt so lächerlichen Schaden im Vergleich zu den Schiffskanonen. So, komm, dann will ich wenigstens einen Kopf auch haben. Wenn die jetzt eh schon fast tot ist. Jawohl. So, noch einen. Muss halt dummerweise mit der Hand zielen. Okay, wir kriegen Unterstützung. Er ist halt blöd zu treffen, die äußeren Köpfe. Jawohl. GZ. Super. GZ, dankeschön. Ja, sehr schön. So, die Titans sind auch mit dabei. Super. Okay, Leute. Oh, das war jetzt echt nice. Dann haben wir jetzt erfolgreich hier zweimal Powerstones gemacht. Super schön. Aber noch nicht ganz. Wir müssen noch in die Höhle rein. Die war ja, glaube ich, hier in die Bucht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, jetzt kommt wahrscheinlich das Einfachste von dem ganzen Teil hier, und zwar den Powerstone abgeben. Was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich finde es echt schade, dass die Höhlen so featurefrei sind mittlerweile. Das war auch immer noch mal anders der aufregend. So, ich hoffe, es waren auch ein paar dabei, die... Was? Minimum. ja, wie gesagt, jeder kriegt einen Kasten Bier. In E3 kann man das jeden Tag machen. Ist Stream Ende? Nee, nee, noch nicht. Warte mal, die Höhlen sind etwas langweilig. Ja, die waren früher besser. Gerade, also wir haben vorher auf der, was war es, E2 auf der Insel mit den vielen Tieren die Höhle gemacht, und die fand ich halt immer am spannendsten eigentlich, weil da war es halt wirklich kritisch. Meistens, gerade wenn man alleine reingegangen ist. So, sind wir hier richtig? War das hier? Oh shit, ich wollte die Engine ausmachen und die Engine war schon aus. Ja, super, wenn man auf einmal so einen Speedbuff kriegt und sich wundert, warum. So, aber wie gesagt, hier die Insel, also die Höhle, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, könnte auch nochmal interessant werden. Weil ja hier öfters auch mal Gorgon oder sowas waren. Oh, was war das? Crocodile. Aber ich glaube, nee, das war nicht die Gorgoneninsel hier. Nee, das war eine andere. Das war, glaube ich, die Insel, wo hier so eine Statue war mit so einem Wasserfall dran. Ich liebe die Tiefsee. Ja, ich würde die auch lieben, aber da gibt es so komisches Zeug, das nennt sich irgendwie Luminous-Wal, und ja, mit denen bin ich ja sowas von dicke. Schönen Abend noch. Ja, danke dir auch und vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es dir Spaß gemacht. Und ja, wahrscheinlich jetzt öfters, denke ich mal.
Wird halt nicht immer so komplett geplant sein, meistens auch spontan. Und ja, wir sind aber noch nicht ganz am Ende, also den geben wir hier noch schnell ab und dann würde ich aber auch sagen, reicht's für heute. Ja, mein Ziel war maximal 2 Stunden und ja, gut, mein Ziel war auch utopisch hochgesetzt, von wegen alle 5 Powerstones machen und noch ein Special mit Krakenfight am Ende. Ja, das war von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert. Sollte auch nur so ein bisschen als Gag dienen. Denn ja, wer das kennt, der weiß, es dauert immer alles 3-mal so lang, wie man es sich selbst einschätzt. Und ja, Leute, wir haben den Stone bekommen. Super. Und das war's auch schon, Leute. Hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei zuzugucken, mit mir mitzufiebern und ja, vor allem den Erfolg zu feiern. Ja, wir haben den Powerstone endlich geschafft. Ja, nach 3 Folgen und ein paar Stunden Stream insgesamt. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die ganze Hilfe und Unterstützung, die am Ende zusammenkam. Fand ich echt mega nice. Super cool. Und ich muss echt sagen, ich feiere die Streams momentan fast mehr als die Let's Plays, denn diese Interaktion mit den Zuschauern und alles, dieses Interagieren, dieses Live-Reagieren, dass man vielleicht spontan gewisse Dinge zusammen macht, wie jetzt hier. Ich meine, wir hatten 4, 5 Schiffe am Ende am Start, die uns alle irgendwie geholfen haben. Fand ich mega super cool. Und ja, Leute, ich arbeite mich momentan so ein bisschen rein in diese Streams zusammenschneiden. Ist halt eine andere Nummer, als ein normales Let's Play aufzunehmen. Aber ich hoffe, euch gefällt soweit. Und ja, wenn es euch richtig gut gefallen sollte, ich tendiere momentan echt dazu, mehr zu streamen, weniger so aufzunehmen. Und das Ganze dann später für die, die es halt nicht im Stream gesehen haben, nochmal kurz und knapp zusammenzufassen. Könnt mir, wie gesagt und wie in der letzten Folge schon gesagt, gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr davon? Findet ihr diese kurzen, also was heißt kurzen, diese etwas gecutteten Folgen, diese etwas dynamischeren Folgen besser oder findet ihr das reguläre eigentliche Let's Play auf dem Kanal hier besser? Könnt mir gerne unten reinschreiben, eure ehrliche Meinung. Ich bin auch bereit zu diskutieren, keine Ahnung, ich nehme auch gern Kritik an, was auch immer. Und Leute, ja, in diesem Sinne, es ist schon spät, ich glaube, man hört es mir an, es ist viel, viel zu spät, ich bin total übermüdet. Und ja, Leute, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar und eure Meinung unten in den Kommentaren da. Und lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer CrispyDex und haut rein!